Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Wir sind da noch mitten in einer Mission, beziehungsweise wir fangen jetzt dann gleich an. Aber ich schau mal, was wir da noch alles annehmen können. Ich frage mich, was Davut noch so alles in seinem Geschäft hat. Ich bin mir sicher, dass wir einiges davon gut gebrauchen könnten. Alles klar. Das heißt, wir lassen mitgehen, was nötig ist. Gute Arbeit, 31, Crane, richtig? Dann hätten wir den noch. Hey, hast du Ersatzschlüssel für 202? Was ist denn los? Drin ist was faul und die Tür ist abgeschlossen. Dann treibe ich den Schlüssel mal auf. Ein Stockwerk höher oder tiefer haben wir nochmal drei Missionen. Ich glaube tiefer. Nee, war höher. Gehen die mal hoch. Da schon wieder. Mit wem soll ich hier sprechen? Komisch. Pass auf, ich muss hier weg. Ich will meine Frau und mein Kind an einen sicheren Ort bringen. Also der Turm dürfte der einzig sichere Ort sein, den es gibt. Der sicherste in den Slums vielleicht. Aber wie wir beide wissen, heißt das nicht wirklich was. Es gibt einen Weg nach draußen. Aus den Slums? So ist es. Ich muss ans andere Ende der Stadt und dafür brauche ich eine Schusswaffe. Wenn du mir eine besorgst, sage ich dir, wo du einen Laden finden kannst, der noch nicht geplündert wurde. Woher weißt du, dass da überhaupt noch was ist? Weil es nur eine Person gibt, die Zugang dazu hat. Und das bin ich. Bring mir eine Waffe und der Schlüssel ist dein. Genau wie die Sachen im Laden. Das klingt gut. Du kriegst von mir eine Knarre. Hallo? Hey, kannst du mal in Zimmer 202 nach Bahir sehen? Sag ihm, dass er spät dran ist und Seth langsam sauer wird. Tust du mir den Gefallen? Klar, wenn ich ihn treffe. 202. 204. 205, das heißt, auf der anderen Seite wird es runtergehen. 202, lustig. Was ist denn hier los? Bahir hat sich eingeschlossen. Wir konnten ihn schreien hören. Klang nach Verwandlung. Hört ihr das? Ich krieg's nicht hin. Willst du's versuchen? Natürlich. Boah, das klingt nicht gut. Dann knacken wir das Schloss doch mal. Machen wir mal ein bisschen weiter rechts. Perfekt. Du bist dran. Mir ist gut. Kann ich meine... Na hier, bist du da? Hilf mir! Tja, wo bist du? Hier. Was ist mit dir? Ich kann mich nicht rühren. Mir explodiert gleich der Brustkorb. Verwandelst du dich? Nein, nein. Die Schmerzen gingen los, als ich Antizin nahm. Oh, da auf dem Boden. Wo ist da auf dem Boden? Ich kann doch den Sensor einschalten. Dann... Ah, hier. Dieses Zeug ist Müll. Was? Eine Fälschung. Wo hast du's her, Bahir? Bitte, ich brauche einen Arzt. Sag mir erst, woher du's hast. Geht nicht, hab's versprochen. Der Kerl ist nützlich. Bringt mir Sachen von draußen. Wie gepanschtes Antizin. Und wenn das Kinder kriegen, sollen die das auch durchmachen? Himmel, nein! Dann sag mir, woher du's hast. Yusuf, einer der Späher. Merkwürdiger Kerl. Er lebt auf dem Dach. Okay, ich hol Dr. Lena. Oh, bitte, dann holen wir direkt kurz mal den Doktor. Hast du ihn erledigt? Was? Nein, er verwandelt sich nicht. Braucht aber einen Arzt. Ist der? Ah, der Doc ist unten. Das ist die Schlafkammer. Noch weiter unten? Jawohl. Ja, das sieht doch praxismäßig aus. Sie sollten sich das ansehen. Falsche Chargennummer.
Ist das eine Fälschung? Jemand im 21. hat's geschluckt und kann sich jetzt nicht mehr rühren. Aman, geh zu ihm. Wo hat er es denn her? Von Yusuf, einem der Späher. Er wird es kaum hier herstellen. Jemand muss es ihm liefern. Ich red mal mit Yusuf. Je eher, desto besser. Tun Sie ihm nichts. Sprechen Sie mit ihm. Durch. Ups. Also nicht der Ausgang. Auf dem Dach hat es geheißen, ist der Mann. Geben wir doch ganz hoch. Nee, das ist unser guter Freund. Yusuf. Yusuf? Willkommen bei Yusuf. Was du suchst, ist schwer zu kriegen. Dann frag Yusuf. Yusuf hat alles, was du brauchst. Ich brauche Antizin. Aber ja, natürlich. Freund, heute ist dein Glückstag. Nein, Yusuf, es ist dein Glückstag. Du kannst reinen Tisch machen und mir sagen, woher das gefälschte Zeug stammt, das du Bahir verkauft hast. Bahir? Bahir, sagst du? Ich kenne keinen Bahir. Er wäre an deinem gepanschten Antizin fast gestorben. Gepanscht? Bist du sicher? Es taugt nichts? Ich hab den Kerlen ganze 10 Ampullen abgekauft. Für gutes Geld. Kerlen? Ja, das ist eine heikle Angelegenheit. Wer, Yusuf? Mir geht gleich die Geduld aus. Da ist ein Gebäude neben der Apotheke. Da hausen ein paar Überlebende drin. Ich weiß nicht wie viele. Ich war noch nie drin. Sie haben Arzneien. Einiges davon ist echt. Wohl aus der Apotheke. Aber sie stellen auch selbst welche her. Mein Kontakt ist ein Kerl namens Bento. Okay, die restlichen Ampullen verbrennst du. Aber die waren schweineteuer. Wenn du weiter mit diesem Zeug handelst, wird's um einiges teurer. Tja, bin ich schon Chef, noch gar nicht lange da. Boah. Ja, jetzt haben wir mit angesprochen, das heißt, wenn die unterwegs sind, können die da vielleicht gleich mehrere Missionen machen. Das ist nicht mal so schlecht. Und ich gehe mal in den Lift und schaue, wo es hingeht. Ich muss noch eins hoch, jetzt bin ich zu tief. Ich habe das noch gar nicht im Griff, wo was ist. Und los. Da die meisten Kuriere außer Gefecht sind, möchte Bracken, dass die Späher die Kurierarbeit erledigen. Somit betrifft es auch mich. Wir sollen die GRE-Pakete holen, die kurz vor Sonnenuntergang abgeworfen werden. Jade soll mich einweisen und das wird wohl unangenehm für uns beide werden. Führt kein Weg drumherum. Da müssen wir durch. Die Situation wird nicht besser, im Gegenteil. Okay, vielleicht ist ein neuer Tag. Hast du was für mich? Gegenstände auf Lager. Das kostet mich nichts, oder? Ich nehme es mal mit. Sicher ist sicher. Hier kann ich sicher noch mal was verkaufen, in dem Raum. Hey, ich hätte da ein Schnäppchen für... Und welches Schnäppchen für mich? Messer. Armeespaten. Mit bestimmten Punkten? Oder ist das Rang? Nein, das ist der Rang. Wir verkaufen da kurz noch das schlichte Rohr. Das brauche ich nicht. Fluoreszierende Pilze, nur für kurze Zeit. Doch, brauche ich nicht. Dich. Ups. Wir verschwinden da mal. Und los. Moment.
ist das? Eine Lichtfalle, die ich aktivieren kann. Nicht schlecht. Muss man die jetzt neu wieder aufladen oder wie funktioniert das? Gehen wir mal kurz hoch. Schau mir das mal an. Oh, nein. Nein, oh. Ja, ich denke, die muss man neu aktivieren. Aber ich habe es absolut nicht im Griff. Sollte doch auch gehen, dass ich gerade drauf springe. Nee, das geht nicht. Jetzt hört mal auf, da zuzuschlagen. Schade. Ich komme nicht hoch. Und dann? Und ohnehin in die falsche Richtung gerannt. Ich muss nämlich hier rein. So, oben rüber. Perfekt. Crane hier. Bericht. Der Turmboss heißt Bracken und ist definitiv nicht euer Mann. Der andere Hauptverdächtige ist eine Art Warlord. Ein Typ von hier, nennt sich Raiz. Er hortet Antizin und verkauft es zu horrenden Preisen. Man hat mich damit beauftragt, das abgeworfene Antizin zu bergen. Schaffe ich das nicht, müssen Sie sich was anderes einfallen lassen. Bestätigt. Sie machen Ihre Sache gut, Crane. Setzen Sie die Mission fort und geben Sie uns Zeit zum Nachdenken. Melden Sie sich, sobald Sie Antizin finden. Alles klar. Jetzt muss ich wieder irgendwo ins Nirgendwo rennen. Das tat weh, 9 Lebenspunkte. Ich frage mich, warum er nicht funken kann, währenddessen er rennt. Und dann kommen wir wahrscheinlich weniger von der Story mit. Oh, was ist das? Da ist irgendwas rot. Ah. Leute, verbleib! Friss nach! Ich bin dir für deine Hilfe oft ewig dankbar. Schön, okay, Alter. Schade, dass du wegkommst. Ich kann nicht widerstehen. Das war ein Laden. Und in einem Laden gibt es, genau, Kohle. Da komme ich nicht durch. Umweg. Ja. Ich sollte nicht so nah an den Zombies um. Vorbei dann. Crane, 3/4 aller Pakete kommen im Kessel runter. Fängst du dort an, ist die Chance am größten, dass du die Abwurfstelle vor den anderen erreichst. Unterwegs. Oh. Da muss man unglaublich aufmerksam sein. Da gibt es massiv Dinge, die man da aufnehmen kann. Vielleicht kann ich die Truhe nochmal benutzen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich da wieder außerhalb bin, vorhin drin war oder so, kann ich alle Truhen und alle Gegenstände, die da rum sind, die es gibt, einfach nochmal benutzen. Aber ein Schloss knacken ist nicht einfach. Ganz und gar nicht. In der schöne Truhe drin. Was ist drin? Ein schlichtes Rohr. Naja, Kaffee ist wertvoll, das Rohr ist unnütz. Da hätten wir nochmal eine Falle. Jade, nähere mich der Abwurfstelle. Gut. Such dir einen Unterschlupf und warte. Im
meisten Pakete landen genau in diesem Bereich. Oh, das wollte ich nicht, aber ist gut. Aussieht, muss ich den Unterschlupf mal clearen. Wow, was machst du da? Lass mir lieber vor, ist nicht der Sinn der Sache. Und ich sehe da direkt, ich kann da eigentlich die Rohrzange noch reinwerfen. Super. Wie benutze ich das? Jetzt habe ich die Lichtfalle benutzt, das war eigentlich nicht das Ziel. Aha. Jetzt warten wir mal. Kann ich denn da neue reinwerfen? Ich verstehe es immer noch nicht. Was soll's? Wir gehen da mal ganz hoch. Wir müssen da nämlich rauf, so wie es. Was macht ihr jetzt hier? Ich müsste die zwar noch töten, dann ist die Sache hier sicher. Gut. Zombie-Figur. Das Spielerversteck. Strom ist aktiv. Und jetzt muss ich nach der Abwurfstelle suchen. Jetzt habe ich mir einfach einen neuen Savepoint gesichert, so wie es aussieht. Alles immer so stabil, wie es aussieht. Da habe ich doch das letzte Mal schon eine Klinge gefunden. Das Geschrei passt mir gar nicht. So, wir finden jetzt kurz raus, was mit den Leuchtschaltern da auf sich hat. Ob ich die da jedes Mal wieder muss aktivieren. Ja, da springt es jedes Mal die Sicherung. Gut zu wissen. Da ist eine Kiste. Sieht intakt aus. Mal sehen, was drin ist. Da komme ich nicht hoch. Nochmal, ne? Lässt sich nicht knacken, nicht so leicht. Aber ich habe es jetzt langsam im Griff. Perfekt. Ein ganz normales Rohr. Kriege ich das hin? Nein. Dann muss ich von der anderen Seite kommen. Ich hoffe, ich kann später noch ein bisschen schneller klettern. Neue Wendigkeitsstufe erreicht. Auf ein Wort, Spiel, auf ein Wort. Ja. Okay, das geht nicht, aber vielleicht komme ich da. Du wirst dich doch wohl da festhalten können. Scheinbar nicht. So, geschafft. Der scheint tot zu sein. Da haben wir nochmal eine Truhe. Ja, ich weiß, es sind viele Truhen, die man da öffnen kann, aber man weiß nie, wenn man die Kohle brauchen kann. Und wenn dann die Zeit ist, endlich mal eine Pistole oder ein Gewehr zu kaufen, möchte ich natürlich genug Geld haben. Und vielleicht steckt irgendwann mal wieder mal eine blaue Waffe drin, so wie jetzt. Chemikalien. Perfekt.
Ich muss da benutzen. Oh Scheiße. Hoffentlich passiert mir das nicht. Kampftagebuch. Hat der Fallschirm wohl nicht funktioniert? Na klar, nichts drin. Neues Flugzeug. Hast du es gesehen? Ja, zwei Pakete. Wir sind leider woanders gelandet. Aber du bist ganz in der Nähe. Du musst als Erster bei den Kisten sein. Alles klar, aber vorher ein Cut und dann renne ich los.